begrüßen es natürlich sehr, dass sich in Unternehmen der Größenordnung wie Enercon hier in Magdeburg 4.000 Beschäftigte, betriebliche Arbeitnehmervertretungen bilden. Das halten wir für eine ganz wichtige Sache im Sinne der, auch der betrieblichen Mitbestimmung und der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben jetzt erfahren, dass es wohl der Betriebsratsvorsitzende nach seiner Nominierung kurzfristig durch das Unternehmen gekündigt wurde. Das ist für uns eine Sache, die ist vollkommen unverständlich. Dafür haben wir keinerlei Verständnis. Wir erwarten von dem Unternehmen, dass es die gesetzlichen Bestimmungen zur betrieblichen Arbeitnehmervertretung einhält. Wir sind nicht damit einverstanden, dass ein Unternehmen, das in dieser Art und Weise gefördert wurde, durch öffentliche Mittel hier bei uns in Magdeburg viele, viele Arbeitnehmer aus der Bevölkerung, der Magdeburger Bevölkerung hat, so mit den Beschäftigten umgeht. Wir als Magdeburg SPD-Fraktion finden es empörend, dass die Geschäftsführung von Enercon die Betriebsverfassungsrechte mit Füßen tritt, dass Mitarbeiter drangsaliert werden, ausgeschlossen werden und letztendlich, dass dadurch der Standort von Enercon in Magdeburg in Mitleidenschaft gerät. Das kann nicht in unserem Sinne sein, das kann nicht im Sinne der Stadt sein und deswegen fordern wir alle Fraktionen des Magdeburger Stadtrates auf, zusammenzuarbeiten und offiziell und gemeinsam dagegen zu protestieren. Mitbestimmung ist ein wesentliches demokratisches Recht. Das hat man sich erkämpft über Jahrzehnte. Enercon hat sich daran zu halten. Und das ist die Forderung, die von den Magdeburgern an Enercon geht. Macht bei der Mitbestimmung mit, nutzt die Mitbestimmung positiv für euer Unternehmen und behindert sie nicht. Jeder vernünftige Arbeitgeber hier in Deutschland weiß, wie wichtig betriebliche Mitbestimmung ist. Das zeigt sich vor allen Dingen in Krisenzeiten, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam an einem Strang ziehen. Insofern habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, was bei Enercon geschieht, wie der Betriebsrat dort schikaniert wird, wie dem Betriebsratsvorsitzenden gekündigt wird. Ich selber habe mir vorgenommen, wenn ich Betriebsbesichtigungen hier im Wahlkreis habe, auch mit Bundesprominenz, Enercon nicht mehr zu besuchen, bis diese Wildwest-Methoden nicht aufhören. Wenn man sich so in den Medien dargestellt sieht, dass man also nicht den Rechten entsprechend mit den Mitarbeitern umgeht, schadet das auch dem Image einer Firma. Und da die Firma hier in Magdeburg sitzt, sicherlich auch ein Stückchen dem Image des Arbeitswirtschaftsstandortes Magdeburg. Also insofern ist es schon für uns auch ein Stückchen Verpflichtung als Politiker, auf dieses moralische und image-schädigende Problem hinzuweisen. Ich erwarte einfach, dass man konstruktiv gemeinsam an diesen Mitbestimmungsrechten arbeitet, dass von klugen Managern auch die Arbeitnehmer ernst genommen werden. Und da, denke ich, fordere ich alle Beteiligten auf, konstruktiv zueinander zu finden. Betroffen ist einer. Wir müssen zusammenstehen, damit die Arbeitnehmerrechte in Magdeburg nicht untergehen. Liebe Kollegen von Enercon, Mitbestimmung ist eine ganz wesentliche Sache, ein wesentliches Element unserer Demokratie. Ich weiß, dass ihr euch dafür einsetzt in eurem Betrieb, dass es nicht leicht ist. Wir stehen zu euch und unterstützen euch, wo das geht. Liebe Kollegen eines Windradunternehmens, es heißt, mit Angst vorm Wind fliegt man nicht weit. Ich bin mir sicher, ihr habt keine Angst, denn ihr kämpft tagtäglich und das wissen wir zu schätzen und wir sind an eurer Seite. Vergesst das nicht. Und wenn ihr stark seid, ist auch das Management einfach verpflichtet, eure Rechte und eure Arbeit ernst zu nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt bei eurem Kampf nicht nur das Recht auf eurer Seite, sondern ihr habt auch die Magdeburgerinnen und Magdeburger auf eurer Seite. Deshalb alles Gute für euren Kampf und den werdet ihr gewinnen.